Also für mich war relativ schnell klar, ich will bei einem Traditionsunternehmen arbeiten und auch in mittelständischen Strukturen arbeiten, wo man einfach auch die Früchte seiner Arbeit sieht. Wir haben hier ein offenes, fast schon familiär geprägtes Betriebsklima. Das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, dass ich wirklich gleichzeitig auch Mutter sein kann und trotzdem was für meine Zukunft zu machen. Mein Name ist Florian Lang, bin seit 11 Jahren hier schon im Unternehmen und bin aktuell stellvertretender Leiter in der Geschäftsprozessoptimierung. Mein Name ist Olga Unger, ich leite die Abteilung Rentabilitätskontrollen und bin seit ca. 10 Jahren bei der Münchner Hypp. Ich heiße Denira Majanovic, bin seit 2015 bei der Münchner Hypp eingestellt als Azubi. Da ich eine Mutter eines 4-jährigen Sohnes bin, mache ich meine Ausbildung auch in Teilzeit. Es ist nicht immer wie geplant und manchmal ist er auch bockig und es kann sein, dass ich ein bisschen später komme. Aber mit dem Gleitzeitmodell, also das Wichtigste ist, ich habe meine Arbeitszeit von 5 Stunden, aber wie ich das einteile, also ist mir überlassen. Für mich passen die genossenschaftlichen Prinzipien und das Thema Change sehr gut zusammen, weil jeder Einzelne hier Verantwortung übernehmen muss. Fairness oder Partnerschaftlichkeit oder Solidarität, das sind für mich Werte, die aus meiner Sicht nicht nur in einem kleinen Team, sondern aber auch weit über Unternehmensgrenzen hinweg einen positiven Einfluss ausüben. Ich habe vor gut 2,5 Jahren meine erste Tochter bekommen. Ich konnte da auch als Führungskraft damals schon in Elternzeit gehen beispielsweise. Ich bin vor ein paar Jahren Mutter geworden. Damals war es selbstverständlich, ein Jahr Elternzeit zu nehmen. Dank Unterstützung von meiner Kollegen und Vorgesetzten fand ich ganz klasse. Ich habe mich für die Münchner Hypothekenbank entschieden, weil das einfach sehr gemenschelt hat im Bewerbungsgespräch. Der attraktive Standort hier mitten im Lehel. Man geht gerne hierher, man hat Freude an der Arbeit und man fühlt sich hier einfach wohl.